die Nachricht? Ja doch, so könnte ich jetzt eigentlich ihm mal schreiben. Wollen wir ihm was schreiben? 26, 27. Okay, nein, wir lassen den Kirby in Ruhe. Kirby braucht Fokus. Ich glaube, der guckt jetzt sowieso nicht in Chat. Nachher werde ich noch verantwortlich gemacht, wenn er hier irgendwas verkackt. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Partie, auf die ich mich heute tatsächlich am meisten gefreut habe. Sorry, Ice und Jod Monarchs, aber Blue Jays gegen Ducks, das sind doch zwei Namen. Die gehen gut über den Mund. Da hat man Lust. Da möchte man auch mal casten, ja? Und deswegen freuen wir uns auf die Knife Round Blue Jays gegen Playing Ducks. Und mal schauen, ob die Enten oder die Blauen, ja, das machen können. Man munkelt ja, Frauke Petri ist bei den Blue Jays eingestiegen. Man weiß es aber noch nicht. Von daher mal gucken, ob wir heute nur Rechts-Knife sehen. Und das ist eine Flawless Pistol Round und ein Kyuki, der scheinbar AFK war, abgekackt. Einer tot, was? Scheint die Leute nicht weiter zu interessieren, was da gerade abgegangen ist, aber okay. 27 ist Kirby. Ja, hat er ja noch ein paar Jahre. Ich fühle mich nun jung. Feels amazing. Wie alt bist du? 26. Oh. Passt jetzt alles? Ja. Also, die Playing Ducks dürfen natürlich nach dieser Pistol Round auf CT starten. Gar keine Frage. Frage ist halt nur, was gerade bei den Blue Jays los war. Ob da jetzt irgendwie jemand technische Probleme hat. Vorhin hatten wir zum Beispiel Ping-Probleme. Aber gut. Den Witz haben 2% vom Chat verstanden. Aber du gehörst dazu. Das ist schon mal ein größerer Teil, als du denkst. Das ist schon mal mehr. Mehr, als du denkst, werden das sein. Damit gehen wir in die Partie. Playing Ducks City Blue Jays Team. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel Freude. So, es soll mal direkt was ganz Schnelles werden, scheinbar bei den Blue Jays. Und Flexi stellt sich dagegen sofort Rückwärtsgang. Man steht mit drei Mann auf dem B-Spot drauf. Zarin und Flexi. Und der Support von Kirby bei Y wäre natürlich dann auch sofort da. Man lässt sich noch nicht davon abbringen. Xeni über Switch auch schon da. Vier Spieler, die man facen würde. Zarin bekommt Roig und dann will man auch wieder zurück. Aber da ist auch schon Dominik hin verschoben. Man hat sie direkt eingekesselt. Dominik aber jetzt auch wichtig, dass er nochmal den Rückwärtsgang antritt. Und dann klickt er einen und kann gut ansagen. Und damit Xeni auch schon wieder komplett verschoben. Muss aber auf seine Mates warten. Bombe werden die Blue Jays durchlegen können und Xeni kann da nicht reindrücken. Bombe liegt 4 gegen 3. Zusammen zieht man rum und nimmt Uncut raus. Kann jetzt auf den Spot. Zove rausgepickt. Damit sind sie alle down und Flexi musste da auch nochmal kurz durchatmen. Ach, sind sie wirklich alle tot? Ja, sind alle tot. Xeni mit dem Kit muss gar nicht mehr ran, denn da hat man mehr als genug Zeit und holt sich hier die Pistol Round auf DE Inferno. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell ist dann auch die Pistol Round entschieden. Übrigens als zweite Map dann DE Cash. Also für alle, die eben gerade schon zugeguckt haben, da hatten wir auch Inferno und Cash. Und jetzt gibt es auch Inferno und Cash. Und wir hatten es auch in der gleichen Reihenfolge. Also, das ist kein Loop, das ist kein Revival vom Stream gerade. Das ist tatsächlich einfach nur unglaubliche Zufälle, Mysterien hier bei mir auf 19er Damage bei Deathray. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, euch geht's gut. So, die Nate von der Kirby, die macht hier direkt erstmal eine gute Schadensrunde rein bei den Blue Jays, die natürlich sich hier mit einer Full-Eco begnügen. Warum? Ganz klar, man hat die Bombe gelegt, man will die Folgerunde gut kaufen können. Macht aber überhaupt nichts aus erstmal, dass man mit so wenig Equipment rangeht, denn man macht nochmal gut Schaden. QK rechnet nicht mit dem Graveyard-Spieler, das ist Flexi. Flexi verhindert zumindest den Plant, aber man verliert drei Waffen bei den Playing Ducks. Das ist nicht so schön. Ach ja, aber Chat geht gut ab. Ich achte immer ein bisschen drauf, wie gesagt, aber ist schon mal ein bisschen mehr Feuer als beim Spiel eben. Das finde ich gut. Also, man hat bei den Ducks gerade gut Futter verloren. Dadurch auch ein bisschen geforst worden, nachzukaufen. Dadurch hat man zumindest drei Rifles jetzt gegen die Kaufrunde der Blue Jays mit 5 AK. Natürlich müssen die Blue Jays bei so einem Kauf jetzt ein bisschen auf Granaten verzichten. Aber zumindest 3 Smokes, 2 Flashes hat man noch dabei. Ja, wo soll die Reise hingehen? Man hat die Banane schon relativ offensiv hier angespielt. Will sich da aber nochmal zurückziehen. Zobel wird dann nochmal stehen bleiben. Xeni und Dominik jeweils an lang und kurz aufgestellt.
Flexi hält hier das Haus sauber, zumindest defensiv. Ja, und Zove wird jetzt hier mit der Smoke ein bisschen faken bei B und hoffen, dass er da nochmal eine Verschiebebewegung rausziehen kann. Und dann geht's jetzt hier sneaky vor und der Spieler im Arscheck muss rausgenommen werden. Dominik. Währenddessen will man aber auch schon kurz vor. Xeni zieht sich da ein bisschen zurück. Dominik wird rausgepickt. Xeni auf lang. Nimmt einen, zieht zurück. Zarin schiebt. Xeni low HP. Flexi aus dem Pick. Xeni bekommt nochmal einen. Flexi mit Schwierigkeiten mit der UMP. Muss sich da Def halten. Gleich ist Zarin da. Und auch Kirby schiebt nochmal über CT. Bombe noch nicht gelegt. Flexi bekommt alles mit, was da auf dem Spot abgeht. Zarin zieht den Frag, wird aber direkt gerefragt. Kirby und Flexi gegen zwei. Chiuki auf den Spot. 10 Sekunden auf der Uhr. Was kann er machen? Ist von beide Seiten geflankt. Die Bombe liegt etwas weiter vorne. Die muss er erstmal picken. 4 Sekunden. Bombe legen kann er vergessen. Und Kirby, der muss sich einfach nur hier halten. Und das ist die Runde für die Ducks. Und wenn er jetzt noch nach der Zeit stirbt, dann ist das ganz, ganz ärgerlich. Und so ist es. Kirby nimmt ihn danach noch raus. 3-0. Und damit Chiuki mit ganz wenig Geld, wie wir hier sehen. Sowieso natürlich die Eco für die Blue Jays jetzt. Aber zusätzlich gibt es auch noch weniger Geld für Chiuki. Und da wird auch viel reingeforst. Lediglich Roig lässt da noch ein bisschen was im Portemonnaie. Nee, Max ist es, der noch ein bisschen was drin ist. Der Rest forst komplett rein. Ja, und die Ducks, die sagen sich, schöner Start. Lief doch ganz gut. Zarin macht einen schönen Push beim Karl. Nimmt den ersten Frag. Währenddessen die Blue Jays geschlossen mit 4 Mann sneaky ins Haus einmarschieren, den Teppichgang komplett kontrollieren und Flexi im Pit. Der muss jetzt rausgenommen werden. Man hat Flashes, man hat Mollys, man hat Smokes und man nutzt überhaupt nichts davon und läuft einfach in die M4 von Flexi rein. Und das hätte nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Klar, man will die Granate benutzen, um eventuell, wenn man den Spot dann hat, dann auch den Spot abzudichten. Aber zumindest die Flashes Richtung Sandkasten. Oder zumindest der eine Molly Richtung Sandkasten hätte hier den Execute, auch wenn es so eine Eco war, durchaus vereinfachen können. Kirby Dutier lese ich gerade. So, man hat bei Max jetzt, der sich das Geld drin gelassen hat, eine AK. Der Rest low. Das heißt, nächste Runde mit Max Loser können alle kaufen, außer der gute Max. Aber okay, verzichtet man nächste Runde halt auf eine Waffe. Banane offensiv eingenommen von den Ducks, da ist erstmal nicht viel zu bewegen. Und auch Xeni macht hier direkt mal einen kleinen Looker in der Mitte, wird sofort belohnt. Und damit noch drei Spieler von den Blue Jays und die wollen Banane und da wartet Kirby. Kirby gegen drei. Die Schüsse durch die Smoke stören ihn da nicht weiter. So, Kirby, jetzt hat er es mitbekommen und er zieht rum, nimmt sich einen schön raus und kommt noch direkt weg. Flash kommt auch hinterher. Sauber ausgespielt an der Stelle. Bekommt Support von Dominik. Mit der Flash zieht er raus aus der Smoke, ist aber keiner Gold. Kirby wird auch rausgepickt. Und das war auch ein schöner Execute von Chiuki und Max. Und die Runde brauchen sie. Xeni und Flexi im Retake. Xeni auch nur mit einer UMP. Flash kann er easy dodgen. 2-on-2. Max total low an der ersten Obst, wird rausgenommen. Damit Chiuki jetzt gefangen. Und da wird er rausgenommen. Flexi vollendet. Beide jetzt auf Rifle. Und da hat der Xeni die Hashtag 99 Damage bekommen. Wer ist Kirby? Wer ist Kirby? Ja, das weiß man auch nicht so genau. Manche sagen, er wäre die wiederauferstandene, bessere Version von MacGyver. Andere sagen, er ist Super Mario ohne Bart. Wieder andere zweifeln an jeder Theorie. So, die Blue Jays. Jetzt können sie kaufen. Max konnte tatsächlich sich auch noch kaufen. Hab ich mich da eben verguckt? Na gut, der ist auf 100 runter, hat da auch eine Waffe noch mitgenommen. Und es steht schon 5-0 für die Enten. Max Loser ist eingetreten bei den Blue Jays. So, der Hausboost wird sofort mitbekommen, aber Xeni kriegt den Frag nicht. Uncut!
holt ihn sich hier und dann macht sich's bezahlt, dass er gegen mich trainiert hat. Sonst wäre das nie und nimmer möglich gewesen. Und man bereitet sich bei der Banane vor, allerdings ohne Bombe, die steht immer noch am Haus mit 18 AP. Jetzt wird runtergeworfen zu Max. Max wird sich wahrscheinlich Richtung Banane jetzt verziehen, während Ankat noch ein bisschen Stress macht und ein bisschen faked und dann stirbt die Bombe in der Mitte. Dominik zielt ab. Oh Mann. Oh Mann, das ist bitter. Bombe jetzt aber gepickt. Ankat kriegt die Bombe, damit kann man sich nochmal Banane zurückschieben. Zarin und Kirby warten da. Kirby auch schon Zarin hochgeboostet. Und gerade niemand bei den Ducks, der dann noch schnell schieben könnte. Man nimmt hier nämlich schon komplett die Banane ein. Oder versucht es zumindest gleich. Das heißt, man wird sehr schnell erfahren, wo es jetzt hingehen soll. Zarin und Kirby wissen Bescheid. Kirby mit einem. Kirby mit zwei. Das ist gut. Zarin über den Boost mit dem nächsten. Und damit ist es nur noch Kyuki. Und dann sind die beiden Spieler vom Marsport auch schon komplett die Banane durch. Und können dann auch noch vollenden. Richtig gut ausgespielt. 6:0. Caste lieber und lass andere Witze machen. Ach komm. Ich finde, die waren okay. Es gibt schlechtere. Es gibt deutlich schlechtere. Und für spontan, denke ich mal, kann man die raushauen. So, die Blue Jays 6:0 hinten. Was können sie machen? Jetzt haben wir schnelleres Banane und das ist so, wenn der alleine rumzieht. Und seine Mates, jetzt schieben sie nach. Kyuki, Zarin bekannt. Und was macht der Kyuki da? Jetzt nehmen sie ihn raus. Dominik müsste gleich am Spot sein. Die Flash könnte noch ein bisschen Zeit rausholen. Tut sie auch. Damit kann er rumziehen. Und Xeni kann über CT. Ja gut, Smoke liegt natürlich noch ein bisschen. Dann auch gleich Stress machen. Dominik fällt auf dem Spot. Und damit die gute Möglichkeit, die erste Runde für die Blue Jays dicht zu machen. Flexi und Xeni. Construction Smoke ist weg. Flexi über CT auch ohne Smoke. Kyuki! Schöne Support Flash, da wird er hier rausgenommen. Und Xeni muss ins 1 gegen 3. Und dann ist er raus. Und dann sind wir bei 6-1. Was wird denn hier eigentlich besprochen? Legge ich André? Glaube nicht. Okay, danke. Es soll auf dem Server laggen, angeblich. Also wie gesagt, wir hatten eben gerade im Vorspiel auch schon ein bisschen Probleme mit den Pings. Ich weiß gar nicht, welcher Spieler das war. Und jetzt scheint sich das hier fortzusetzen. Wollen wir mal nicht hoffen, dass es hier zu technischen Pausen kommt. Drei Enten auf dem B-Spot. Eine fällt, das ist Kirby. Zarin fällt auch. Und Dominik ist jetzt erstmal ganz alleine gegen drei Blue Jays. Und auch im Haus kommen die Jungs hier vor, aber sind da gefallen, die Blue Jays? Das heißt, jetzt sind es nur noch die beiden auf dem Spot. Das ist Roik und das ist Max. Und Roik wird jetzt erstmal die beiden Spieler vom Marsport, die wieder Banane geschoben haben, facen. Sie rechnen nicht mit ihm und er bekommt nur einen, aber den sollte Max haben. Und das ist die Folgerunde für die Blue Jays. Und im Nachhinein eine sehr, sehr wichtige Runde. Hätte man die verloren, aus dem Max Loser rausgeschossen, altes Spiel, wieder rein in die alte Kajüte, dann hätte man überhaupt kein Geld gehabt. Somit Folgerunde natürlich in der Situation eine sehr, sehr wichtige Sache. Vor allem, wenn man jetzt hier direkt vier Waffen verloren hätte. Und dann noch verloren hätte. Das wäre doppelt bitter. Damit schießt man die Enten in die Eco. Aber Zarin macht hier schon gut Schaden mit seiner USP. Muss ich da aber auch noch zurückziehen. Support Flash ist da scheinbar schon im Anflug. Dominik wartet noch. Oh, die Flash hat gesessen, aber es war keiner komplett offensiv. Jetzt sind sie auch mit drei Mann an Kante abzielen. Flash sitzen und dann werden sie komplett weggeböllert. B-Spot offen. Und dann sollte die Eco-Zerschießung für die Blue Jays hier auch eigentlich kein Problem sein. Xeni und Flexi wollen es dann noch ein bisschen probieren. Und Xeni schnappt sich da tatsächlich nochmal schnell ein. Und in der Mitte fällt Flexi. Also, Xeni gegen 4. Mit ein bisschen Glück kann er nochmal eine Waffe beim Gegner rausnehmen. Aber auch das wird sich als ungemein schwierig herausstellen. Jetzt pushen sie ihn und er gibt dann nochmal ein Ding. Und er kann sich die Waffe holen. Kann er die jetzt auch noch picken? Nein. Da wird abgezielt von Zove.
Und somit die dritte Runde in Folge für die Blue Jays. Ich wusste gar nicht, dass heute das Kirby-Fanboy-Treffen stattfindet. Ich glaube, das Kirby-Fanboy-Treffen, das findet immer statt, wenn die Ducks spielen. So, Runde Nummer 10. Und die Ducks jetzt auch wieder mit genug Geld, um hier gut reinzukaufen. Man verzichtet natürlich an dieser Stelle bei dem Kauf logischerweise auf ein bisschen Utility. Zarin ohne Nades, Kirby lediglich mit einer Flash. Aber sonst ist man ganz gut aufgestellt. Roik will hier alleine pushen, das wird ihm zum Verhängnis werden, denn da ziehen sie rum mit den Flashes. Und jetzt will man wieder offensiv hier was schaffen bei Banane. Ah, und Kirby wollte sich dann nur eine AK sichern und geht dann sofort wieder zurück. Währenddessen aber die Blue Jays schon komplett Mitte aufgebaut und da soll es jetzt gleich rausgehen. Lang, aktuell überhaupt keine Deckung. Das heißt, da könnte man erstmal durchmarschieren. Es ist aber auch schon Zarin, der den CT abämmt, falls denn da die Bewegung Richtung CT eintreten sollte. Ja, und jetzt wissen sie, Lang ist erstmal offen. Kyuki. Zarin will da über Library kommen. Kyuki hat es nicht auf dem Schirm und er zieht dann einfach rum. Schön gemacht. Und man versucht auch den Spot zu kommen. Xeni aber mit einem. Xeni mit zwei. Der hat noch einen verbrannt. Und dann ist es nur noch Zombie. Zombie mit einem. Und dann ist es das auch für ihn gewesen. Und das ist Runde Nummer 7. Aber trotzdem Nachkaufpotenzial da bei den Blue Jays. Roik und Kyuki mit relativ wenig Geld. Aber da sollte man doch trotzdem was halbwegs Vernünftiges hinbekommen. Und da probiert man natürlich auch alles. Kyuki geht auf die Galil und Roik auf die Deagle. Und schon wieder ist es das Vieh, was wir eben auch gesehen hatten in der Eco. Man probiert mit drei Mann offensiv erstmal kurz zu gucken, kann man da irgendwas abfangen. Und dann wird sich gleich einer der Spieler wieder zurückziehen. Wenn sie nichts erwarten können. Kirby erfolgreich. Jetzt aber Zarin gefallen und Kirby, der will nochmal. Kirby mit einem, Kirby mit zwei. Nein, Dominik hat ihn den abgenommen. Aber das hat bestimmt auch nicht böse drüber. Man könnte jetzt mit einem Push feststellen, dass die Bombe da unten liegt. Max und Uncut alleine gegen vier Enten. So, Bombe wird man picken können, aber wo soll die Reise hingehen? Eine Minute hat man noch Zeit. Kirby, eine gute Pose, um sie zu überraschen. Und Kirby vollendet. 3K in der Runde. Sauber die beiden Frags noch gezogen. 8:3 für die Playing Ducks. Eco auf Seiten von Blue Jays. Ja, und damit wird man hier aller Wahrscheinlichkeit nach ein sehr, sehr einfaches Spiel haben, auf 9:3 zu erhöhen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. So, die falsche Mitte soll es sein. Dominik hat man in Mitte-Push schon erwischt. Den müsste man jetzt rausnehmen können. Ist aber nochmal weggekommen. Jetzt muss er fallen. Und da fällt er auch. Aber Xeni ist da auch schon schnell da. Flash, die sitzt, bringt aber gerade nichts. Kein Spieler, um die Frags da abzufangen. Flexi im Haus ein bisschen eingekesselt. Das heißt, der Plant könnte erstmal durchgehen. Und das tut er auch. Keiner, der ist erstmal verhindert. Und damit die Mission für die Blue Jays erstmal erfüllt. Und beide sichern sich Waffen und kommen nochmal in den 2 gegen 3. Jetzt ist es nur noch Zobe gegen 3 Enten. Und dann ist es Flexi, der vollendet am Ende mit 2 Kills und die Ducks. Ja, trotzdem muss man sagen, eine sehr erfolgreiche Eco von den Blue Jays. Man hat 2 Waffen rausgenommen. Man hat die Bombe gelegt. Und damit Fundament für die nächste Runde geschaffen. Da kann man jetzt gut reinkaufen. Und das ist doch schon mal eine sehr, sehr angenehme Sache hier bei Ihnen. Und wir gehen in Runde Nummer 13. Und Dominik jetzt auf der AWP. Da gibt es den Mitte-Pick. Will da aber die Treppe nicht abaimen. Und diesmal nur 2 Enten, die hier offensiv behalten wollen. Und Kirby, ich spüre es schon wieder, der hat wieder richtig Bock, da einen Push zu wagen. Flash war leicht zu dodgen. Nate Fix, Kirby mit Zweien. Und Kirby hat immer noch Bock. Oh, schöner Jumpshot. Kirby nimmt Zove raus. Aber Jumpshot war es, glaube ich, gar nicht, ne? Das war nur die Smoke. Okay, Kirby. 3 bekommt er, den nächsten bekommt er nicht. In der Mitte ist Xeni erfolgreich. Und jetzt ist es nur noch Max. Und Abfahrt.
10. Runde für die Playing Ducks. Hier wird übrigens öfter der Feedback-Link reingekloppt. Also, wenn ihr Feedback hinterlassen wollt, natürlich jederzeit gerne auf den Link klicken und mit eurem 99 Damage Account Feedback im Forum hinterlassen. Immer, immer gern gesehen, wenn ihr darauf Bock habt. So, weiter geht's. Die Ducks, die haben gerade richtig Bock. Hashtag Fly Together heißt es ja. Ducks Fly Together. Ich bin gewappnet hier. Ich weiß Bescheid. Zarin nimmt Arncut raus und damit der Eco-Push hier direkt mal erkannt. Dominik versucht da noch wegzukommen. Hat aber nicht sollen sein. Und 4 Spieler von den Ducks noch am Start. Und schon wieder hat man sich hier die Banane offensiv eingenommen nach dem Frag. Ja, entweder geht man bei den Ducks direkt hier offensiv und wenn sich die Möglichkeit ergibt, dann macht man auch direkt hier unten dicht, um da viel Kontrolle zu haben. Und aktuell warten die Blue Jays wahrscheinlich darauf, dass die Smoke weggeht, um da nochmal was zu wagen. Haben aber auch noch Max, der sich hier im Haus ausgiebig ausgibt. Das ist auch gar nicht so die verkehrte Idee, denn die Spieler der Ducks schieben jedes Mal übers Haus, die A-Spieler, und kommen über Banane. Und da hätte man natürlich was abfangen können. Jetzt ist es aber noch Max und der wehrt sich nochmal mit Händen und Füßen gegen 3 Enten. Einer hat er schon bekommen, Kirby hat er zumindest gesehen, der wird aber gleich Support von Xenia erhalten. Und wenn er hier im Scope ist, bekommt ihn, er weiß, dass Kirby close ist und der bekommt Kirby nicht. 11:3 für die Playing Ducks. Bringt mir Feedback überhaupt was? Natürlich, Feedback bringt mir auf der einen Art und Weise was, dass ich weiß, was ich denn besser machen kann. Auf der anderen Seite bringt es mir natürlich was, wenn ich mich toll fühlen kann, wenn ihr was Nettes schreibt und dass ich mich flend ins Bett legen kann, wenn ihr was Fieses schreibt. Nein, also es bringt halt immer was zur Verbesserung des Casts natürlich und ist natürlich auch ein Parameter, wie gut euch das Ganze gefällt. Also, dafür ist Feedback da. So, die Blue Jays. Es hat einfach keinen Zweck, habe ich heute das Gefühl. Sowohl langsam als auch schnell, sowohl mit vorigen Molotovs oder Flashes, als auch einfach mal radikal durch. Es soll nicht sein. Kirby und Zarin, die halten die Banane sowas von dicht. Und das wird eine 12-3 Halbzeit hier werden. Es ist noch Max wie in der letzten Runde. Und Max rastet zwar noch ein bisschen aus und nimmt sich Kirby und Zarin mit, aber das wird nichts mehr. 12:3 für die Playing Ducks. Good half. Und ja, saustark gespielt. Kirby sicherlich Player to watch hier gewesen. 14:8, aber auch Zarin sehr erfolgreich. Generell, die beiden Baseballspieler haben hier einen kleinen Unterschied gemacht. Deathray, der junge Knochen. Das höre ich doch gerne. Knochen könnt generell mal wieder öfter casten. Also da wäre ich auch für. So, Pistol Round. Und die ist so was von wichtig für die Blue Jays. Nachdem man hier 12 Runden verloren hat. Uncut wird weggeflasht auf lang. Man muss ihn hier gesehen haben, wie er den Switch weg ist. Und da gibt es 97 Damage. Die reichen nicht. Uncut bekommt nochmal einen. Das kann nicht sein. Flexi mit 2. Man rechnet nicht mit Kyuki. Kyuki mit einem. Kyuki. Zarin und Flexi noch am Start. Man kommt erstmal B drauf. Sie sehen beide Banane. Kyuki geht vor. Und der hat richtig Bock, der Junge. 4K oder was? 3K? Ich glaube, es ist 3K. Egal. Auf jeden Fall gut verteidigt von ihm. Und die Pflichtrunde ist geholt. Schön, 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 dass wir hier vielleicht nochmal ein bisschen Spannung geboten bekommen. Und jetzt bei den Blue Jays. Man geht viel auf MP. Zweimal UMP, zweimal MP9 an den Farmers. Also wäre auch durchaus denkbar gewesen, sich da direkt auf die Rifle zu stürzen bei ein, zwei Spielern. Ja, und die Ducks, die gehen hier im Entengang Richtung Teppich. Oh, die Nate, ja, okay, es geht noch. Er hatte Kevlar-Helm sowie die ganze andere Mannschaft natürlich auch, denn man forst üblicherweise selbstverständlich nach verlorener Pistole ohne Bombenplant. So, 2 Spieler auf den Spot und 1 Spieler auf lang. Das heißt es jetzt hier zu schaffen. Man geht bei Kohn raus und das sieht nicht gut aus für die Ducks. Dominik und Kirby sind noch da. Dominik nochmal mit einem. Kirby auch nochmal mit einem. Und wenn man jetzt den Spotspieler hier kriegt. Zove muss man rausnehmen, den nimmt man raus. Roik, Roik. Es ist ein 1-on-1.
Kirby hat sich eine UMP gesichert, hat auch nochmal eine Smoke. Und Roik geht nicht während des Plans rum. Das heißt, Kirby kann sich hier nochmal eine Posi aussuchen. Roik zieht jetzt rum. Und Kirby hat eine gute Posi, falls denn Roik jetzt von lang pusht. Kehrt hat er dabei. Und beide komplett ohne Nades. Kirby, ja, der kann, wie gesagt, sich nochmal hier komplett verpissen. Und da sieht er ihn. Beide sehen sich, beide geben sich ein paar Hits. 22 und 20 AP. Kirby jetzt runter. Jetzt will er hier durchziehen. Kirby muss rum. 2, 1. Kirby zieht nicht rum. Und das ist der Defuse. Fünfte Runde. Das ist bitter. Das hätte Kirby holen können. Hat nicht damit gerechnet, dass die Sau hier eiskalt durchzieht. Ach du meine Güte. Ja, das ist schade. Es war eine Eco, die sich von zwei Spielern, von Zaryl und Kirby, die beiden, die hier generell heute richtig Rambazamba machen, erkämpft wurde. Aber am Ende hätte es nicht sein sollen. Ach ja, ach ja. So, jetzt aber weiter mit den Ducks. Man geht Banane vor, man bekommt Kyuki. Was kann man machen jetzt in der Full Eco? Es ist ja schon mal gut zu sehen, dass die Blue Jays sich nach der 12-3 Halbzeit nicht aufgegeben haben. Klar, es wäre natürlich so oder so vorbei gewesen, hätte man die Pisten verloren, aber auch das konnte man bewerkstelligen. Und da muss es auch mal so eine Runde sein, wie jetzt gerade eben. So eine Runde, bei der man sich dann mit ein bisschen Glück am Ende auch noch den Sieg erkauft. Jetzt lang ist es Zove, der da abwartet. Dominik mit 17 AP, sollte da leichtes Futter für die UMP sein, kommt nochmal weg. Zaryl zieht gut Aufmerksamkeit auf sich. Zove bekommt den Frag, das war zu erwarten. Und jetzt soll es kurz durchgehen. Max zieht 2. Und jetzt ist es noch Zaryl, der wird auch ausgepickt. Und sechste Runde Blue Jays. Und jetzt geht's auch wieder in die Kaufrunde rein. Jetzt können die Enten wieder shoppen. Das macht der auf LAN nicht, lese ich gerade. Ah, solche... Immer ganz vorsichtig mit solchen Äußerungen. Kirby soll was aus meiner Diegel machen. Hast du eben eine Diegel gesponsert oder was? So, Abfahrt, weiter geht's. Das Spiel macht mal richtig Laune, Mensch. Besser als das Spiel davor. So, jetzt ist halt die Frage. Bei den Ducks, man weiß natürlich, wie man einen B-Spot hält. Das haben wir vorhin gesehen. Weiß man aber auch, wie man hier was machen kann. Denn im Prinzip, Kyuki und Roik stehen hier genau wie Kirby und Zaryl. Aber können sie das auch ähnlich stark ausspielen? Dax aber auch deutlich mehr gesplittet. Man probiert ja auch mit drei Mann, sich erstmal ein bisschen Platz zu verschaffen. Man nimmt das Haus erstmal. Und Dominik wird gleich probieren, in der Mitte ein bisschen Stress zu machen. Und das ist Zove, der ihn da zumindest erstmal vorgehen nehmen wird. Denn der hat nur den Hausmeister erstmal im Blick. Und wir sehen ja auch schon Kirby, der sich hier... wie ein guter Nico, einfach mal davon schleicht und jetzt hier in die Ecke kommt. Nein, das ist bitter, das ist bitter. Hätte er da die Ecke sich noch nehmen können, hätte er vielleicht auch später nochmal einen Überraschungsmoment daraus ziehen können. So fällt er jetzt, aber Roik nach diesem Frag scheinbar damit gerechnet, dass er gleich Alang unterstützen muss. Währenddessen haben sich die drei Enten aber auch schon... in der Banane aufgebaut. Jetzt zieht Roik wieder zurück. Smoke sollte gleich liegen, damit Roik erstmal aus dem Spiel genommen. Die Flash, die er jetzt schmeißt, kann aber wichtig werden, wird sie aber nicht, denn sein Spieler fällt schon. Der Spieler Richtung CT aufgefallen. Damit der Spot erstmal dicht und da muss man sich schon gut überlegen, ob man da nochmal rangeht. Denn der B-Spot ist erstmal komplett dicht. Man kann noch nachsmoken. Flex hier auch noch mit einer Smoke und da fasst noch der Frag durch die Smoke. Alright, 3 gegen 3. Und Max und Zove machen da die Frags. Und jetzt sind beide Spieler auf der Banane. Von da aus können sie die Bombe natürlich sehen. Davon alles gut. Jetzt 2 gegen 2. Xeni und Flexi mit Full HP. Max aber auch noch mit gut am Start. Jetzt will er hier durchziehen. Kann er vergessen. Beide Spieler CT. Xeni nimmt den letzten auch noch raus. Runde Nummer 13 für die Playing Ducks. So, jetzt erstmal ganz kurz. Desiree, komm mal ein bisschen runter. Guck mal ein bisschen in den Chat. Was schreiben die Jungs denn so? Okay, also es ist sehr smiley-lastig, also sehr viele Enten-Emojis.
Mit dem Kinderüberraschungsei-Spielzeug, richtig. Nonstop. Okay, ich kann gerade nicht ganz folgen, da müsste ich jetzt mich auf den Chat konzentrieren. Und das könnte zu Qualitätsverlusten im Cast kommen. Und das wollen wir ja auch nicht, ne? Das wollen wir nicht. So, Abfahrt, meine Jungs. Nein, nicht meine Jungs. Ich bin natürlich komplett unparteiisch. Tatsächlich. Glaubt mir jetzt keiner mehr. So, die Ducks. Man merkt einfach ein kleines Fable hier. Richtung B. Man hat einfach so einen kleinen Schwachpunkt hier auch entdeckt. Und es ist eben jetzt Reuk. Der wurde noch nicht einmal geboostet, den man halt relativ schnell rausnehmen kann mit den Nades. Und wenn man sie da aus ihren offensiven Positionen rauspusht, jetzt ist es Kyuki, der rausgeholt wird, dann kann diese Eco auch schnell zerlegt werden. Ist auch keine Full-Eco, denn Zove hat eine P90. Die ist allerdings zu weit weg. Das heißt, Reuk muss mit der Diege sich jetzt verteidigen. Setzt einen guten Hit gegen Kirby, aber das reicht nicht. Uncut ist ja auch schon zum Support da. Reuk bekommt den Flash gegen Dominik. Xeni nimmt Reuk raus. Und die Flash war gut. Schöne Support-Flash. Xeni nimmt ihn raus. Max und Zove noch am Start. Oh, schöner Klick von Max. Und damit kann man arbeiten. Damit kann man es nochmal probieren. Zwei Flashes noch bei Zove. Damit kann er sich hier gut rausflashen. Und natürlich auch Max den Weg eröffnen. Zarin war geflasht, den kann er rausnehmen. Und Zove bekommt auch noch einen. Wird dann aber rausgepickt. Bombe liegt so, dass er rangehen könnte. Und der Molly fliegt nicht Richtung Bombe. Er hat kein Kit. Er hat kein Kit. Mit Kit wird er jetzt die Bombe schon durchgezogen. Und er zieht weiter durch. Flexi hat es nicht auf dem Schirm. Und er schafft es. Und zieht auch noch den Frag nach der Zeit. Flexi muss den Diffuse-Ansatz dann nicht gehört haben. Oder muss damit gerechnet haben. Der hat doch auf jeden Fall ein Kit. Der kann gerade nicht durchgezogen haben. Krass. Ein unparteiischer Caster wäre mir neu. Die von Antia Damage sind doch immer für Big, egal wer spielt. Ja, also ich denke auch, ob Playing Ducks oder Blue Jets ist mir egal. Hauptsache Big gewinnt hier. Also ich versuche natürlich unparteiisch zu sein. Aber man kann natürlich auch nicht jede menschliche Emotion und jedes Sympathieverhalten, was da irgendwo ganz tief in einem schlummert, irgendwie verbergen. Das wird sich immer auf Dauer irgendwie zeigen. Von daher versuche ich es erst gar nicht. So, man kommt raus und auf lang wartet Zove und der wird sofort rausgenommen von Xeni. Jetzt hat man richtig viel Raum auf Marsport und Max zieht sich Richtung Action zurück. Bombe liegt aber noch auf den T-Stairs. Kirby da auch schon wieder, sich alleine vorgeschlichen. Das scheinbar seine Standardaufgabe. Auf geht's, Tapsen, natürlich. Der Grund, warum Blue Jays hier nicht gewinnen, ist einfach, Tapsen fehlt. Weil jetzt hat Max hier Xenia spähen können und die Bombe ist immer noch T-Stairs und die könnte er natürlich jetzt finden. Und Kyuki wird jetzt Kirby reinlaufen und das ist ärgerlich. Aber sie rechnen die jetzt hier mit Max? Ja, tun sie, aber Max sieht den Ersten. Oh, Flexi. Er weiß, wo Flexi ist. Flexi weiß aber auch, wo Max ist. Das heißt, ja, Kirby kann sich die Bombe jetzt hier erstmal nehmen, denn Max hat die Aufmerksamkeit nach oben gerichtet und wird nicht damit rechnen, dass jetzt gleich Bomb has been planted aufploppt. Kirby mit dem Plant. Max geht über die Banane. Flexi kann supporten über CT. Beziehungsweise rechnet natürlich auch noch damit, dass er hier den anderen Weg gegangen ist. Aber jetzt hat sich Max natürlich verraten. Flash dodgt er gut, aber das wird sauschwer für ihn zu machen. Bombe konnte Kirby ganz gemütlich offenlegen. Max bekommt einen, aber dann ist es halt sofort Flexi, der ihn rauspickt. Und die Ducks mit Runde Nummer 14 damit 14 zu 7. Kirby ist doch locker der tapsende Herzen. Natürlich. Auf geht's, Gott B. Jetzt aber jetzt mal ein schönes Big Support in den Chat hier. Glaubt ihr, dass Big dieses Spiel noch holt? Ich glaube, Big holt das. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Hashtag go big or go home. Apropos, wie sieht's eigentlich gerade aus bei Big? Würde mich mal interessieren. Ist hier jemand als Live-Ticker zufällig vor Ort? So, wir haben bei Blue Jays eine schwierige Lage gehabt, was das Geld angeht. Man hat es gelöst, indem man zwei Spieler auf CZ abstellt und Zove auf die UMP abstellt.
Spielt Big gerade oder spielt nicht? Ich hab's gar nicht verstanden. Ich weiß noch, Renegades, die erste Map haben sie geholt. Ich weiß ja nicht mehr, die zweite Map habe ich schon gleich noch mitbekommen, weil ich selber casten musste. Deswegen, ich weiß gerade gar nichts. Also ist schon der 2-0-Win. Okay, gut. Dann habe ich einfach nur komplett keine Aufmerksamkeit mehr drauf gehabt. Danke dafür. Und guckt euch die Blue Jays an. So langsam aber sicher, 3 Mann hier positioniert. Und ich glaube, die Ducks, die haben keine andere Alternative mehr. Die wollen hier drauf. Ja, Smoke natürlich standardmäßig, gar keine Frage. Construction und CT. Flash kommt, damit kann Roik aus der Smoke eigentlich raus. Bleibt aber erstmal nochmal. Roik durch die Smoke mit einem, bekommt den zweiten Support-Spieler, der sich auf CT zurückgezogen hat. Aber Ankat und QQ machen es hier gut. Xeni jetzt nur noch am Leben und damit nochmal am Leben erhalten. Der Blue Jays. Xeni gegen 3. Oh, ist ganz undankbar. Ist ganz undankbar. Und dann, ja gut, ist es der Spieler vom CT, den rausnimmt. Und Ankat die Hashtag 99 Damage kassiert. Vielleicht könntest du das nächste Match, beziehungsweise in Zukunft entweder in Steam offline... Ja, das tut mir schrecklich leid. Tatsächlich habe ich es diesmal vergessen. Werde ich sofort machen. Ich habe es vorhin auch schon gesehen. Normal gehe ich immer Steam offline. Ich habe es jetzt nur leider komplett vercheckt. Jetzt ist es offline. Das ist mein Fehler. Tut mir leid. So, das sind 5 Enten. 5 Enten im Force-Buy. Die natürlich nach dieser Runde relativ money broke sind, den Plant auch nicht mehr bekommen haben. Das heißt, jetzt Force Buy, danach Eco. Oder man holt natürlich den Force Buy. Auch alles mögliche Szenarien. Also, ja, normalerweise das Steam Pop-Up nicht bei mir vorhanden. Das war jetzt wirklich einfach gerade mal komplett vercheckt. So, 4-mal Enten. Abfahrt. Was gibt's? Blue Jays auf dem Spot. Und das ist Sove mit der USP und das ist saustark, einfach weggeklickt. Wenig Gegenwehr natürlich auch. Aber ich denke, die Ducks können es verknusen. Werden jetzt nochmal die Eco hinterher schieben, wie schon erwähnt. Damit wird es, wenn man den Statistiken glauben mag, mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit 14-10. Ja, und dann muss man langsam wieder reinlangen. 106 Zuschauer im Chat, das ist ja schön, das ist untypisch für Division 2, aber wir haben auch dieses Jahr, beziehungsweise diese Saison, eine unglaublich starke Division 2 mit richtig krassen Vertretern. Ich meine, wir haben die Ducks hier, wir haben die Blue Jays hier, wir haben Euronix hier und wen nicht noch alles. Erstmal ein Steakchen. So, Kirby schon low, Flexi schon low, Dominik auch schon low. Und in der Mitte wartet man immer noch. Aber das wird richtig, richtig böse enden. Denn die MP9 wird da richtig gut reinlangen. Aber es reicht auch schon, die AK von Zove und von QQ. Da hätte man vielleicht sogar Uncut den Spray in die Eco reinlassen sollen, um da ein bisschen mehr Money zu farmen. Jetzt aber natürlich nicht desto trotz Playing Ducks sowieso in der Kaufrunde. Wollen wir doch mal sehen. Hätte jetzt fast erwartet, dass man da wieder was Richtung B probiert. Kirby wird auf jeden Fall wieder hier die Lurker-Position einnehmen. Und es ist jedes Mal dieser Kirby, jedes Mal dieses Schlitzohr, was jetzt, glaube ich, auch schon wieder damit rechnet. Ey, die stehen doch schon wieder nicht offensiv. Ich könnte da schon wieder vorgehen und richtig Stress machen. So, Smoke auf kurz gleich weg. Ja, was haben sie vor? Haus haben sie. Mitte im Prinzip jetzt auch. Kurz kann man durch. Jetzt ziehen sie nochmal rum. Auf lang zieht sich Uncut gerade zurück. Also der Weg Richtung CT offen, aber QQ schiebt natürlich auch schon mal. Weiß, dass lang offen ist. Uncut. Ja, die Flash hat gesessen, kann sich aber nochmal zurückziehen. Und soll es da CT rausgehen? Ich glaube nicht. Xeni erfolgreich, aber Dominik fällt dann. Sove nimmt beide. Flexi bekannt, QQ nimmt Kirby raus. Flexi und Zarin sind auf dem Spot. Klang schon fast wie der Anfang von einem Lied. QQ und Zarin sitzen auf dem Spot. Okay. Zarin low geschossen im Pit. Zarin auf 13, Flexi auf 48. Bombe liegt, Afterplan-Situation. Man muss sich hier gegen die 3 Jungs von Blue Jays noch durchsetzen. Jetzt ist Zarin down und dann ist es nur noch Flexi auf dem Spot. Der bekommt noch einen, er bekommt 2, aber den dritten nicht mehr.
Damit kann er hier gemütlich durchdiffusen. Und das ist die 11. Runde für die Blue Jays. Und das sieht doch aus, als würde es hier unglaublich spannend noch werden können. Vielleicht, vielleicht ist jetzt aber auch das 16-11 direkt im Anschlag. Wer weiß das schon so genau. Loser-Bonus hilft den Ducks gerade zu einem möglichen Kauf. Müssen sie natürlich aber auch nicht. Aber es wird der Kauf. Are you real? Oh wei. Klar, verliert man jetzt die Runde, man hat dann wieder Max-Loser-Bonus. Man wird immer jetzt sein Geld erstmal bekommen bei den Ducks. Aber muss trotzdem sehen, dass ich die Blue Jays hier auch sehr stark positioniert haben auf der CT-Seite. Wenn man bedenkt, mit welcher Deutlichkeit gerade am B-Spot ihre gesamten Goes von Kirby und Zarin da eingestampft wurden. Und es ist wieder Kirby. Es ist wieder Kirby. Und der wird da gleich rausmoven. Ich sehe es schon kommen. Kirby kommt zum Eck. Ja, und den können sie jetzt im Prinzip da stehen lassen und sich auf den anderen Spot konzentrieren. Kirby jetzt in einer super Position, um dann nachher zu lurken. Oder man schiebt halt nochmal komplett um. Auf jeden Fall, die Posi von Kirby kann gleich Gold wert werden. Aber es ist auch keiner, der es gerade offensiv hier deckt. Uncut wird gleich verschieben über den Switch. Wir haben dann Roik im CT. Und Kyuki dann noch am Y. Und der Molly für die Stairs, der kann natürlich auch nochmal gut rauszögern. Wir haben 28 Sekunden. Und dann wird er hier direkt geholt, während er noch wirft. Der Molly somit überhaupt gar keinen... Ja, kaum. Sagen wir kaum Effizienz. Roik bekommt nur einen im Downspray und damit sind wir im 3 gegen 3. Und das wird den Ducks gerade recht sein. Uncut über Construction bekommt einen Frag. Bombe kann zwar durchgelegt werden, aber das war's. Mehr wird Zarin nicht machen können, oder doch? Nimmt er noch einen? Low HP jetzt bei ihm. Zarin. Und dann ist er raus. Und die 12. Runde für die Blue Jays. Los, Chat. Jetzt einmal kurz den Kopf über die Tastatur rollen. Ich frage mich, wie viele es wirklich machen. So, wir haben Tactical Timeout. Kirby schreibt dann auch nochmal Tactical. Das ist ja super lieb von ihnen. Das heißt, die Ducks merken natürlich, die Blue Jays werden immer stärker. Wir haben jetzt 5 Runden in Folge verloren. Und jetzt müssen wir schauen, was wir hier mit dem Max-Loser so alles anstellen. Ah, mein Kopf ist klein. So, was bespricht man jetzt bei den Ducks? Wie will man die ganze Deckung hier gerade durchbrechen? Man beißt sich ein bisschen die Zähne aus. Man kommt oft auf den Spot und man kommt auch oft in die Plant-Situation. Aber dann, gerade hier bei B, wir haben es schon bestimmt dreimal gesehen, dass Kirby sich hier in der guten Ecke eingenistet hat. Aber man konnte es da nicht ausspielen. Smoke liegt meistens sehr defensiv von den CTs aus. Und man baut sich dann, wenn es dann Richtung B gehen soll, oft schon, der Switch-Spieler ist schon fast da, zusätzlich CT-Spieler und noch Spot-Spieler. Und man holt immer sehr viel Zeit raus, auch eben gerade. Hätte der Molly hier richtig gesessen, man hätte ihn nicht direkt löschen können, gemäß dem Fall, wäre ja auch schon wieder so viel Zeit weggestrichen gewesen, beinahe 28 Sekunden Zeit noch auf der Uhr. Das ist auch cool. Pause, Tag. Tag? Ja. Müssen wir mal lesen, Zove. Was ist los? Ja, wir fliegen mal ein bisschen über die Map. Wir haben ja Zeit. Was geht gerade im Chat ab? Alles gut bei euch? Also da hätte ich mir jetzt aber mehr erhofft bei über die Tastatur rollen. Also da hättet ihr ruhig noch mal ein bisschen mehr machen können. Kann ja wohl nicht sein. Das ist ja sehr unkreativ. Jesse ist alles deine Schuld. Also Jesse scheint hier der Sündenbock für alles zu sein. Natürlich auch für die Blue Jays, auch für die Jungs. Ist das nochmal Zeit zum Besprechen und nochmal Zeit zu gucken, nochmal Sachen zu optimieren, nochmal ein paar Sachen anzusprechen. Denn es ist eine relativ lange Pause, die die Ducks hier gerade einlegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt in der Folgerunde bei den Ducks hier einen ordentlichen Tempowechsel sehen wird. Zu dem Zeitpunkt war Zova am Leben, deshalb kann er ja nicht richtig lesen. Kopf an Kasse.
Ja, aber das hat er. Wann hat er denn das geschrieben, Kirby? Dann habe ich vielleicht nicht richtig aufgepasst. Potenziell. Das hört sich nach Unpaus an. Kirby haut den Unpaus rein. Und dann soll es reingehen. Runde 27. Und dass das Ding hier nochmal so spannend wird, muss ich ehrlich gestehen, hätte ich bei dem Halbzeitstand von 12 zu 3 nicht ganz erwartet. Aber natürlich die CT-Seite auf Inferno immer noch deutlich stronger. Ja, und ich habe gesagt, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen Tempowechsel geben. Und so sieht es auch aus. Aber dass der erfolgreich wird, das ist nicht gesagt. Kirby komplett Gold mit dem Frag. Aber immer noch zwei Spieler bei B. Und einer schiebt auch noch hinterher. Und man hält am Spot fest. Und das wird hier nicht funktionieren. Da lege ich mich fest. Jetzt ist es immer noch Zove. Und Zove macht dann auch noch den Abschied. Man hatte sowieso schon drei Spieler positioniert bei dem Blue Jays. Ist diese Runde offensiv gegangen. Konnte gut abfangen. Und hatte sofort einen Spieler noch in der Verschiebebewegung. Und jetzt forst man rein bei den Ducks mit den 3-7 ungefähr, die jeder Spieler da über den Daumen hatte. Oh Mann, das wird nochmal richtig, richtig spannend. Das wird nochmal richtig, richtig spannend. Was ist denn Dominik hier? Was ist mit dem los? Pusht da alleine mit der CZ. Währenddessen Kirby und Xeni, die sich da Banane ein bisschen Raum verschaffen. Aber die Blue Jays stehen auch einfach gut. Sie laufen jetzt hier nicht rein. Kleiner Waffenvorteil auch noch bei ihnen. Uncut zieht da ohne Flash rum. Jetzt hat natürlich auch die Info. Da waren mindestens zwei auf lang. Und jetzt geht es rein in den CT. Und da muss es jetzt auf Roik ankommen. Zarin aber auch schon Anker rausgenommen. Und man will doch nicht in den CT. So, Kirby kann die Bombe nehmen. Auf dem B-Spot aber jetzt stehen sie 2-2. Flexi konnte sich da ein bisschen wegschleichen. Mit dem rechnen sie nicht. Und Zove erhöht Zove Richtung CT laufen. Kann natürlich ansagen. Einer hat jetzt gerade weggeschoben. Und gerade ist der A-Spot frei. Und Max, natürlich kann der jetzt hier hinterlaufen mit ein bisschen Glück. Auf der anderen Seite ist es halt auch bitter. Man weiß nicht, dass dieser ganze Bereich gerade frei ist. Und man geht unglaublich vorsichtig vor. In der Zeit kommt Zove von hier. Und gleich könnte Max auch noch von hier kommen. Xeni bekommt Zove. Damit kommt es auf Max an. Der kommt über den Balkon. Flexi wird da abaimen. Oder auch nicht. Und jetzt ist unglücklicher Zeitpunkt für ihn. Max kann ihn rauspicken. Das ist einfach ein bisschen Time-Luck. Bombe liegt. 2 gegen 3 Situation für die Playing Ducks. Kirby hat die Library, frisst aber gute Hits. Kann nochmal einen Low schießen. Xeni muss jetzt auf kurz Max haben. Hat ihn. Roik und QQ noch am Start. 2 gegen 2. Kirby fällt. Xeni gegen 2. Der fällt auch. 14. Runde für die Blue Jays. Diffuse geht locker durch. Haben diese Jungs sich hier nochmal rangekämpft? Unglaublich. 14-14. Ob die noch im Max-Loser sind, müssen wir nicht lange drüber reden. AWP bei Dominik. Bei den Blue Jays kann man gerade oder möchte man gerade nicht darauf zurückgreifen. Gehen wir hier in eine Overtime. Können die Ducks den Sack zumachen? Oder machen die Blue Jays hier nochmal ein richtig krasses Comeback? Das klärt sich jetzt. Wahrscheinlich schon in dieser Runde. Dominik mit der AWP, die jetzt hier Premiere bei ihm gerade feiert in der Runde. Erstmal erfolgreich. Damit über der Situation. Man faket ein bisschen beim B. Da ist gerade auch nur Roik. Also so wenig Gegenwehr hatte man bei B jetzt schon lange nicht mehr von den Blue Jays. Fällt dann aber. Und dann ist es in der Mitte auch richtig bitter. Zari. Und der kriegt ihn einfach mit einem Shot noch weg in der Smoke. 2 gegen 2 in Runde Nummer 29. Haltet eure Kakaobecher fest.
Und man will Richtung A. Und das ist ein kurzer Verschiebeweg für Roig. Max nimmt einen raus. Zarin. Der Molly sollte ihm nichts ausmachen. Zarin. Und der rechnet nicht damit, dass er da aufs Klo steht. 15. Runde, Blue Jays. Letzte Runde, nochmal eine Kaufrunde. Wenn auch keine gute für die Ducks. Raff mal deinen Mic. Was ist denn mit meinem Mic? Mein Mic ist super. Oder ist das gerade leise geworden? Nein, mein Mic ist supi. Vielleicht übersteuert es ein bisschen, wenn ich schreie. Das kann sein. Du hast gerade Tee. Dann gilt das natürlich nicht für dich. Ach, summt das Mikro gerade wieder? Das hatte ich schon mal. Dann muss ich es mal ganz kurz raus und rein machen. Warte kurz. Weil letztes Mal lag es nicht am Handy. Jetzt habe ich mal kurz raus und rein. Ich hoffe, es geht wieder. Also, lasst es mich wissen, wenn wieder alles gut ist. Das Problem ist halt, dass ich die Störgeräusche nicht selber höre. Das heißt, ich muss mich hier drauf verlassen, was ihr schreibt. Ich achte mal kurz. Ich habe kurz meinen eigenen Stream an. Weil letztes Mal lag es nicht am Handy. Jetzt habe ich mal kurz... ich glaube, es ist weg. Aber falls noch da ist, dann schreibt das ruhig. Besser, das ist gut. Besser schreibe ich auch mal mit A. So, letzte Runde. Jetzt wollen wir uns ein bisschen darauf konzentrieren. Falls es noch piept, dann tut es mir leid. Zur nächsten Map werde ich das natürlich fixen. So, lang ist er mit zwei Mann. Man kommt aber nicht durch. Flexi mit dem Refrag. 3 gegen 3. Und Kirby und Zarin. Der B-Spot war ihn doch gewogen. Ich muss gerade überprüfen, ob sein Headset kaputt ist. Nee, das liegt immer am Caster. Wenn irgendwas piept, liegt es immer am Caster. Grundregel. Und man schleicht sich hier auf den Spot. Rechnet man damit, dass beide hier sind, die Smoke kommt. Was macht Roig? Zieht er durch, dann ist es das Ende. Und das ist es dann auch. Kyuki kann vom Y auch den nächsten Frag machen. Das ist unglaublich. Aber zumindest Zarin kann noch mal ein bisschen smilen. Das ist eine Kiste, ist für ihn drin. Eine Kiste ist für ihn drin. Krass. Blue Jays mit 12-3 hinten gelegen. Lasse nur 2 Gegenrunden in der zweiten Halbzeit zu. Nur 2 T-Runden, die sich die Playing Ducks erspielen konnten. Und machen das Ding hier noch zum 16-14 dicht.